Servus und hallo und willkommen bei Starfield, sagt der DJ Nixi, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben beim letzten Mal tatsächlich es geschafft, diese wirklich, fand ich persönlich, sehr spannende Questreihe zu Ende zu führen, wurden dann aber gleich auf die nächsten Quest eingeleitet. Wir können uns das einmal anschauen. Also es geht weiterhin diese Quest für UC und ja, hier gibt es schon wieder den nächsten. Das war dann diese Überleitung zum nächsten Quest, aber eben diese ganzen UC-Quests, die wir hier schon alle sehen und man sieht immer, was das für Questreihen sind, haben wir schon mal erledigt. Also ich würde sagen, es wird mal wieder Zeit, auch was anderes zu machen. Und ja, jetzt habe ich lange über hin und her überlegt. Also ihr seht es ja, wir haben so viele mannigfaltige Möglichkeiten. Da haben wir noch eine UC-Quest und kein Mensch weiß, wie lange sich die wieder strecken. Ich würde jetzt zuallererst tatsächlich einmal schnell ganz, oder würde jetzt zuerst, bevor wir das machen, die größere Geschichte ist diese Geschichte mit diesem Samco. Das ist das, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass uns der in diese neue große Hauptstadt führt. Und jetzt ist es in der Community, ist es immer so empfohlen, ja, spiel doch das Spiel so lang, bis alles freigeschalten ist, die ganze Hauptstadt und so weiter. Ja, also man kann es machen, wie man will. Und ich finde, wir haben hier zum Beispiel einige Aktivitäten. Zum Beispiel hier mit dieser Zoe Immobilienbüro in Aphelion. Ich würde das jetzt mal als erstes machen. Warum? Das ist das mit dieser Wohnung. Wahrscheinlich haben wir überhaupt gar kein Geld dafür, aber ich würde mir das trotzdem mal ganz gern anschauen. Sprich mit Sergeant Yumi, bitte Mitch Benjamin deine Hilfe an. Es gibt so viele wahnsinnige Sachen. Wir schauen uns jetzt erst einmal das an, hätte ich jetzt gesagt. Ja, wir schauen jetzt erst einmal in dieses Immobilienbüro. Sarah, was ist denn mit dir? Willst du eigentlich mitkommen? Oder ja, kannst, wenn du willst. Hoppala. Und wir machen uns den hier. Es glänzt es noch ein bisschen hier. Ein bisschen schlau und das ist ganz schön weit. Jetzt schauen wir mal schnell. Ich kann uns wahrscheinlich wieder nicht zeigen, wo das ist. Samco, das ist das mit dem Job. Ja, und da und auch das. Hier draußen haben wir noch ein Gebäude, das würde ich also wahnsinnig gerne mal erforschen. Wir haben ja wirklich schon viel erforscht, wenn wir hier sehen. Hier noch ein Gebäude, hier noch ein Gebäude. Also es gibt auch zum Erforschen hier draußen noch auf dem Heimatplaneten noch viel Raum, was man machen kann. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Und ja, jetzt machen wir erst einmal das. Ja, jetzt machen wir erst einmal das. Ihr seht schon, das ist echt ein Wahnsinn. Man muss wirklich schauen, dass man irgendwie klarkommt. Und es ist fast ein bisschen zu viel. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal schon mal gesagt. Aber jetzt einfach der Nase nach und vielleicht sich gar nicht so drüber Gedanken machen. Es ist so toll alles gemacht. Ich muss wirklich immer wieder ein Lob aussprechen. Deswegen, ja. Yeah. Aphelion Planetary, also planetarische Angelegenheiten. Sprechen wir mal mit der Dame hier. Es ist so ein Käufermarkt. Die beste Zeit, um zuzuschlagen. Ja, glaube ich. Willkommen bei Aphelion. Servus. Ich bin Zora und ich stehe dir bei allen Immobilienfragen zur Seite. Gut zu wissen. Was führt dich heute her? Suchst du ein Zuhause, eine schicke Zweitwohnung oder siehst du dich nur um? Im Moment einen Ort, wo ich glaube, ich könnte es mir hier nicht leisten. Das glauben viele, nachdem sie die großen Wolkenkratzer mit ihren schicken Lobbys gesehen haben. Genau. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Also gib nicht so leicht auf. Okay. Ich helfe gern, wenn du noch mehr Fragen hast oder dir Immobilien ansehen möchtest. Hast du auch was außerhalb von Atlantis? Schön wär's. Die UC-Vorschriften und die hohe Nachfrage hier machen es schwer, neue Märkte zu erschließen. Aber ich behalte die Situation definitiv im Auge. Und setze mich für etwas mehr Spielraum ein. Okay, also was hast du denn? Zuerst einmal möchte ich dir herzlich zu deiner Einbürgerung in die UC gratulieren. Vielen Dank. Mal sehen, was wir gerade haben. Im Moment habe ich hier eine Wohnung auf dem Unterdeck. Sie ist etwas sanierungsbedürftig und nicht unbedingt in der besten Gegend. Aha. Aber es ist immerhin ein Anfang. Wir hätten hier ein Penthouse in einem der Wohntürme. Oh, entschuldige, da hat die Regierung Vorrang. Falls es wieder auf den Markt kommt, sag ich dir Bescheid. Okay.
Wärst du daran möglicherweise interessiert? 30.000 Credits. Ich möchte das Apartment auf den Duktel. Ich bin noch nicht zum, ja, nicht zum Kauf bereit. Schlicht einfach, weil man das Geld nicht hat. Kein Problem. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Okay, alles klar. Dann war's das schon. Ich wünsche viel Spaß in New Atlantis. Vielen Dank. Okay, also das war eigentlich im Grunde genommen nur diese kurze Geschichte, dass wir bei der Dame mal vorbeischauen und diese Dame auch kennenlernen. Vielleicht können wir uns das merken, dass die direkt neben dem Haupteingang vom Mast ist. So. Wunderbar. War das jetzt schon? Ja, das war schon. Und damit ist es schon erledigt. Was haben wir denn sonst noch Strich mit Trevor? Aber der Trevor, der ist, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne, überhaupt gar nicht auf diesem Planeten, oder? Ich mit Sergeant Yumi, das ist da. Ich glaube, dass das mit dem Trevor überhaupt gar nicht hier ist, oder? Genau, das ist nämlich da drüben, in Seoul, in einem anderen. Okay, dann heben wir uns das noch auf. Was haben wir denn sonst noch? Sprich mit Sergeant Yumi. Das ist hier in der Nähe. Mit das blöde Rausgehen vergesse ich immer wieder. So, wo ist denn das? Also die Map, das ist wirklich eine Frechheit. Ich hoffe, dass das noch gepatcht wird, weil so... so kann man das ja gar nicht lassen. Lea Kescher, Sam Coe. Nein, und die Quest, die ich jetzt brauche, die zeigt er hier jetzt eben nicht an. Es ist alles etwas, muss ich echt sagen, alles etwas verwirrend. Er will jetzt, dass wir da runterlaufen, aber das bedeutet nichts anderes, dass wir wahrscheinlich in die U-Bahn einsteigen müssen. Also so ganz habe ich dieses Konzept der Map noch nicht durchschaut. Ja, man konnte zum Beispiel erleuchte anpeilen, Bürgerin. Das jetzt mal. Er will wahrscheinlich, ja genau, er will, dass wir unten in die U-Bahn gehen. Warum zeigt er uns das hier auf der Map nicht gleich an, wo wir hin müssen? Müssen wir auch, ist es auch woanders oder wie? Nee, das ist schon da, oder? Eben da, die Lodge. Also das ist echt ein bisschen unglücklich gemacht. Ohne Schmarrn. Das ist also dann zu Hause, oder wie? Jetzt zeigt er das wieder ganz woanders an. Ah, also das ist noch ein bisschen, da bin ich noch ein bisschen unglücklich, so wie das gelöst ist. Jetzt sagt er da wieder, wir sollen in die U-Bahn gehen, oder wie? Also das kann ich, jetzt Moment, das will ich jetzt mal ausprobieren. Okay, jetzt schickt er uns in die U-Bahn. Sorry Leute, aber man muss ja das System verstehen, sonst kann man ja nicht weiterspielen. Kann man schon, aber wird ja mehr Freude machen, wenn man es versteht. So, also. Okay, jetzt gehen wir mal den Weg nach, den er sagt. Freue mich riesig, später Toni zu sehen. Aha, der ist also im Raumhafen. Heute stand nirgends. Spielt der Ladebildschirm. So, wo ist jetzt der Sergeant Yumi davon? Was ist jetzt los mit Abend oder wie? Oh, blitz. Vielleicht Wetter wird. Ja, und die, die Bürgerinteraktion mit den Bürgern und so weiter. Es ist natürlich kein GTA, aber ach so, hier ist das Hauptquartier der UC. Okay, das ist ja dann, ist das dann unser Chef oder wie? Werden wir jetzt gleich sehen. Sergeant Yumi, bist du das? Hey! Wie läuft die Ermittlung? Gibt es noch Nachwirkungen? Die gesamte Abteilung erholt sich noch davon. Ich eingeschlossen.
In meinen Albträumen fällt sich mein Team immer noch gegenseitig in den Rücken. Dinge kann man ersetzen und Wunden heilen. Doch Vertrauen gewinnt man nicht so leicht zurück. Glücklicherweise haben wir eine gute Arbeitskultur und neue Rekruten, denen du ein Vorbild warst. Wir werden es schon überstehen. Na wunderbar. War das jetzt... Bis später. War das jetzt alles, oder wie? Ich mit der Agent Yumi, ja? Gut, okay, also. Schieß los, falls du noch Fragen hast. Du weißt schon, MAST. Das militärische, astronomische und scientifische Triumvirat. Ah, oh, okay, das Riesengebäude in der Stadtmitte. Das Hauptquartier der United Colonies? Vielleicht war das Vorstellungsgespräch doch etwas zu kurz. Ja. Aegis? Im Grunde der Geheimdienst der United Colonies. Aber das wissen wir doch das schon. Das ist zwar eine andere Abteilung. Erweisen wir Agent Platon diesen Gefallen. Dann hilft er uns vielleicht mal, wenn wir drauf angewiesen. Okay. Bis später, Captain. Bis später. Ja. Okay, dann drehen wir uns hier im Kreis. Bitte, bitte mit Benjamin deine Hilfe an. Mal was anderes. Wo ist denn das jetzt wieder? Gemacht. Was jetzt? Ach so, okay. Wird man aber jetzt gar nicht, oder? Wenn du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Doch, also da müssen wir. Aha, verstehe. Okay, da müssen wir dann doch wieder woanders hinfliegen. Also es ist schon. Ja. Braucht nur ein bisschen. Braucht nur ein bisschen, bis ich warm werde. Dann haben wir nur dieses Meeting. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Ich würde tatsächlich jetzt, nachdem wir jetzt wirklich einige Quests gemacht haben und einige Ballereien gemacht haben, würde ich ganz gerne nochmal ein bisschen das Umland erkunden, bis wir dann wirklich unseren Planeten eigentlich haben. Es fehlt hier noch ein Merkmal und ansonsten haben wir aber Analyse hier 71% Jemison. Ich denke, unseren Heimatplaneten sollte man schon mal ganz gut kennen. Da haben wir auch noch einen Mond, weiß ich nicht, da müssen wir dann einmal schauen, was es da für Mineralien gibt. Also spannend, aber ich würde tatsächlich sagen, wir schauen jetzt einmal, dass wir vielleicht noch ein bisschen ins Umland kommen. Dazu müssen wir, glaube ich, wie machen wir denn das jetzt am besten? Ja, nachdem wir es nicht entdeckt haben, müssen wir wohl oder übel hinlaufen. Aber wir können natürlich gleich von hier außen irgendwo starten. Vielleicht zuerst einmal den. Ja, dann reisen wir jetzt einfach mal dahin. Waffen. Oh, mir fällt mir gerade noch was ein, weil ich jetzt gerade lese. Level 11. Wir haben ja noch einen Skill. Was ist denn da los? Ich dachte, der ist verlassen, der Posten. Nichts mehr verlassen. Seltsam. Wollte aber jetzt gar nicht. Haben wir eigentlich hier... Hier haben wir unseren Raumanzug an, obwohl wir ihn eigentlich nicht bräuchten. Okay, also die Frage stelle ich jetzt auch nicht mehr, weil das ist mir jetzt auch mittlerweile zu affig. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg hierhin. Und
zwar ist es dann diese Richtung, oder? Und links unten in der Ecke, in dem Kreis, zeigt er das an. Also, ups, war das. Laufen wir mal außen rum. Schauen wir mal, ob wir noch bestimmte Sachen entdecken können. Das ist es bestimmt nicht. Das ist nicht irgend so ein Silo. Schaut aber auch spannend aus. Da sieht man die große Stadt und das UC-Gebäude ganz in der Mitte. Cool. Hoppala. Da ist scheinbar nichts. Wallenkäfer, okay. Haben wir die schon entdeckt, oder? Ja, ja, die haben. Ach, das sind die. Ja, ja, die haben wir schon. Wasser? Okay. Aber man kann es nicht abbauen. Ja. Okay. Kann man auch gut die Haufen. Schießt hier. Ist mal Stück. Ja, ja, ich tue euch nichts. Also mir ist das echt immer nur unflüssig. Ja. Zum einen steht der Biom abgeschlossen. Flora, Fauna sind aber 4 von 8, 2 von 9. So richtig kann ich damit noch nichts anfangen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Müssen wir da noch mehr analysieren? Öfters analysieren? Müssen wir sie vielleicht mit irgendwie ins Labor nehmen? Weiß ich auch noch nicht. Was haben wir denn da? Wow, was ist das? Solarzellen oder wie? Photovoltaik an. Ist ja abgefahren. Da ist auch noch ein Gebäude. Was haben wir denn da? Cool. Okay.
Können wir aber leider nicht. Ah, können wir doch. Keine Ahnung. Irgendwelche Regeneratoren. A2. Lara geht gar nicht mit, die langweilt es schon. Hoppala, Entschuldigung. Ist mir ein Husterer ausgekommen. So, wo geht's jetzt zu dem verlassenen Gebäude? Ah ja, okay. Gebäude. Pipeline Unterstation. Okay. Cool. Hier irgendwas für uns? Nicht wirklich. Kleine Klebeband. Oh, da steht der Typ da unten. Hat bestimmt einen Auftrag für uns. Dame? Ich fotografiere keine Menschen. Sorry. Ach, dich haben wir doch. Was zum. Oh, dich haben wir doch schon mal gesehen, oder? Du hast mir vielleicht einen Schreck eingejagt. Ich treffe hier nie jemanden. Schöne Aussicht. Du bist auch nicht so übel. Oh, du meintest die Landschaft. Okay, alles klar. Ja, junge Dame, ich bin leider gerade nicht da. Bitte steh meiner Fotografie nicht im Weg. Ach, das war's schon wieder. Mehr gibt's nicht zum Plauschen, okay. Na gut, scheint hier. Haben wir hier irgendwas, was wir noch brauchen können? Notizbuch? Gift? Tasse? Balbeer? Nichts Interessantes eigentlich. Okay. Dann. Schauen wir mal. Oh Gott, das ist ja noch mal ganz schön weit. Ein Gebäude ist da noch. Wahnsinn, es ist echt krass, gell, wie groß sich das auseinanderzieht. Also, okay. Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt, ja schon, aber kann ich ihn denn nicht wenigstens markieren oder so? So können wir ihn gehen. Jetzt? Naja, gut, sehen wir, so sehen wir es auf der Karte. 1300 Meter, na ja dann. Bauen wir uns an. Ein
Analyse 72%. Also nur das reine Entdecken von irgendwelchen Gebäuden reicht also scheinbar nicht. Jetzt sehe ich nichts Neues. Und um der Frage mal vorwegzugehen, nein, es gibt keine andere Möglichkeit. Es ist leider nicht wie No Man's Sky, dass man da einfach ins Raumschiff einsteigen kann und an diese Stelle hinfliegen kann. Es geht leider hier nicht. Man muss tatsächlich, es gibt da keine Reittiere, man muss leider tatsächlich alles zu Fuß entdecken. Ja, deswegen sind es manchmal recht weite Strecken hier. So, dann ist das gleich. Wieder ein unbekanntes Gebäude, können wir das... Oh, hoppala. Ein Gebäude haben wir da wieder, okay. Wir wegbleiben. Also es ist echt ein Wahnsinn. Man kann schon allein viele, viele Stunden damit verbringen, nur auf diesem Planeten rumzulaufen. Weil es eben prozedural generiert ist, das heißt immer zufällig, mit immer wieder was Neues geben. Ich weiß schon, es ist ganz schön der Lärm um hier rum hier, gell? Dann so. Hoppala, das können wir nicht scannen. Was haben wir denn da? Das? Jetzt hier gute oder böse Jungs? Industrieroboter. Nein, jetzt nicht. Ladedepot. Okay. Hallo Leute. Der Vorarbeiter wird stinksauer sein, wenn du hier einfach so rumspazierst. Ich weiß nicht, warum alle über Baujobs meckern. Oh, mit dem Werkzeug von Brace Mechanical kriegen wir den Job nie fertig. Mit Arkmite würde es besser laufen. Keine Zeit, Termindruck. 50 Tage ohne Verletzung. Mach bloß unsere Serie nicht kaputt. Ich mache euch gar nichts kaputt. Ich will nur schauen, was ihr hier treibt. Sorry, ich bin im Dienst. Wenn du Werkzeug brauchst, kann ich dir helfen. Oh, okay. Lass mir sehen. Hier, bitte. Okay, mei, so das Übliche halt. Haben wir im Moment selber genug. Danke. Und, wie ist so der Job? Gar nicht. Bin hier bloß gelandet, weil ich mich auf dem Bau verletzt habe. Oh. Der Vorarbeiter zahlt mir kaum halb so viel wie früher. Und wie lange seid ihr schon da? Weiß nicht. Vermutlich ein paar Wochen. Aber alles fühlt sich wie ein langer, beschissener Tag an, seit ich aus New Atlantis weg bin. Na gut. Tut mir jetzt sehr leid. Pass auf dich auf. Ja, du auch. Ein Biogebäude. Da hinten ist nur irgendwas Unbekanntes. Können wir das scannen von hier aus?
Noch ein Gebäude? Meine Güte. Nimmt kein Ende. Wo war das andere? Ne. Das ist gleich weit weg. Na, dann nehmen wir mal das. Das ist ein kleines Lager. Sarah, was ist mit dir? Bist du eigentlich noch da? Ja, brav hinterher. Gehört sie das? Ein kleines Lager haben wir denn da? Okay, mit irgendeinem Verladeroboter. Gabelstapler. Oh, Credits. Vanguard-Rucksack da. Ja, klauen wollen wir jetzt nicht klauen. Boah! Güte. Aber ist es ja keine Sau da? Jetzt mit. Bünde 25 Behälter. Jetzt nehme ich mit. Irgendwas. Kleinen Vagabund Rucksack. Nö, brauchen wir nicht. Komm Sarah, wir verpfeifen uns, wir haben geklaut, deswegen wollen wir gar nicht, dass uns jemand sieht. Achso, wir wollten eigentlich beides gleich weg, immer noch. Dann den. Biosphärenstation, das ist schon ein Wahnsinn. Na gut, jetzt sind wir schon da. Hm, so machst du das, Sarah. Du verschwindest einfach und tauchst wieder auf. Gut. Finde ich super. Windbetriebene Farm, okay. Ja, spannend. Oder auch nicht. Oh, was haben wir denn da? Hallo? Vorratsbehälterschlüssel. Credits. Dietriche. Also es lohnt sich schon immer wieder, gell? Kopfbedeckung Nova Galactic. Nehme ich mal mit, weiß ich nicht genau, was das ist. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch tragen können. Was haben wir denn? Ja, ein bisschen Raum haben wir noch. Wo ich nicht mehr. Aber hey, wieso. Söldner. Okay. Sollten wir uns vielleicht doch mal umschauen, Sarah hier. Wer sich hier rumtreibt. Ich mag es gar nicht, einfach so in verlassene Anlagen zu spazieren. Das magst du gar nicht? Ich eigentlich auch nicht. Aber wir sind doch Entdecker, wir zwei. Du doch auch, Sarah. Wie? Tür verriegelt, Experte. Okay. Anzug Navigator.
Steht da auch, wie viel das er wiegt? 8. Naja, nehmen wir mit. Industrielle Werkbank. Ah, okay, da kann man uns irgendwelche Bauteile für. Kann man sich dann Bauteile für unsere Außenposten oder so haben? Brauchen wir im Moment noch nicht. Das war's, mehr gibt's nicht, oder? So, rein zu. Naja, einige Credits hat's doch gegeben. Und wer den Söldner jetzt umgepustet hat, wüsste man nicht. Hm. Na denn? Also, zumindest gut zu wissen, dass man nicht ganz nutzlos immer rumläuft. Ich meine, erstens einmal toll, wirklich vom Detail her, wirklich tolle Grafik, haben sie sich echt immer Mühe gegeben, finde ich super. Es macht halt dann auch Lust und mein, ich habe einfach diesen Entdeckertum. Ich meine, da Schiffsteile zum Reparieren von Hüllenschaden. Masse 10. Ja, aber können wir nicht mitnehmen. Ja, sorry für dich. Gebäude, das wäre dann das nächste. Sonst? Gibt's ja nichts. Da kommt die Map. Oh, hier noch. Da hätten wir auch noch einiges zu entdecken. Es ist ein Wahnsinn. Man sieht natürlich schon hier oben an den Grenzen, wo dann irgendwann Schluss ist. Also wahrscheinlich auch am Verschieben der Karte. Also ich kann die Karte nicht weiter verschieben, bin da. Also irgendwann ist dann schon Schluss mit einem bestimmten Bereich, den man entdecken kann. Aber also es ist so weitläufig. Ja, das schauen wir uns jetzt natürlich schon noch an. Sarah, 500 Meter, auf geht's. Ich hoffe bloß, dass wir da irgendwie die Felsen wieder raufkommen. Hm. Das ist ganz schön hoch irgendwie. Und wenn man hier dieses letzte Ressourcenteil, das uns noch fällt, gehe ich eher davon aus, dass wir uns irgendwo Richtung was Natürlichem bewegen müssen und nicht eben eben wegen Gebäude oder so, aber da werden wir jetzt nicht aufkommen, das ist jetzt blöd. Ja, da schon, aber da. Nee, das geht nicht. Mist. Ich hab nur geschaut, ob Sarah noch da ist. So. Da geht's aber nirgends nach. Ah, oh, das ist ja blöd jetzt. Das bedeutet echt ganz außen laufen. Ja, da deckt jetzt schon irgendwas Natürliches. Also zumindest unten in der Karte seht ihr schon. Auf dem Scanner zeigt das uns nicht an. Komisch. Habt ihr die Karte dazu? Du meine Güte. Ach, das ist das, ja. Okay, gut, da kommen wir dann später dann noch mit einem Schnelltrip hin. Aber es wäre jetzt echt gut, wenn man irgendwie... Das ist ja jetzt blöd. Scheint jetzt. Okay, das schaut doch gut aus. Nicht wirklich. Oh Mann, was machst du denn jetzt? Ach, was habe ich jetzt gedrückt?
Nein, Kruzifix. Also vorher war die Map G und jetzt ist sie von mir nicht mehr G, oder wie? Da ist schon wieder irgendwas Neues. Es ist ein Wahnsinn. Es ist echt ein Wahnsinn. Und jetzt haben wir wirklich schon viel entdeckt. Na gut, schauen wir mal, ob wir noch... Ja, hier kommt man wenigstens mal hoch, wenn die Richtung ändern. Meine Güte. Ach, da ist genau, da ist diese Biostation. Da sind wir jetzt wirklich einmal sauber drum rumgelaufen. Das ist ja echt Hammer. Das ist ja echt abgefahren. Also für alle die, die sich ein bisschen mehr bewandt sind mit den Bethesda-Spielen, wie eben Skyrim, eben das Fantasy Skyrim oder eben wie Fallout, das ist wirklich ähnlich. Also Bethesda hat das ja wirklich, ja, was Landschaft und Maps und so weiter gibt, eine ganz eigene Philosophie, in dem es wirklich wahnsinnig weitläufig ist und man einfach zum autonome Form zum Entdecken einfach irgendwie ja schon eingeladen wird. Es mag einem manchmal etwas langweilig vorkommen. Es schaut ja geil aus mit der Form. Das ist ja Rundform, es ist ja total okay. Es mag dem einen oder anderen manchmal ein bisschen langweilig vorkommen, aber ich finde, es ist eine der Basiselemente dieser Spiele, dass man sich einfach das alles anschaut, was die programmiert haben und wo sie sich Mühe gegeben haben. Und das ist ja. Es gehört einfach für mich mit dazu. Ah, sehr gut. Und ja, man sieht es am Medipack. Man entdeckt doch dann schließlich und endlich immer wieder irgendwas, was man brauchen kann. Aha, zum Beispiel hier eine Mailstrom. Weiß ich nicht, können wir eigentlich. Nur die Munition geht nicht, oder? Das ist ja echt spannend. Ah, schaut, dass die alle stehen. Das wäre natürlich jetzt geil, wenn die hier irgendwie ernten würden oder so. Wenn sie das bewegen würde. So ein Rundding, wo das geerntet wird, das ist ja ach, autonom, also auch völlig ohne Menschen gesteuert, alles wird automatisch gemacht. Leider bewegt sie nichts, das ist immer so ein bisschen schade. So, dann haben wir da noch Lagerräume. Vielleicht sollte ich ein Stift-Etui mitnehmen. Na, nicht unbedingt, oder? Wieder eine industrielle Werkbank, sehr interessant. Oh, Credits 300, na also. Oh, na denn. 2, 4, 6 haben wir. Mal kurz überblicken. 4 und 2 wäre eine ganz gute Geschichte. Schauen wir uns mal das an. Hier hätten wir 4 und dann die 2, das müsste der sein. So, und dann haben wir 3, 4, 5, 6. Dann würde ich sagen, der. Ach so, nicht. Scheint nicht zu gehen. Ja.
Klappt nicht. Machen wir die Vollschubnummer. Am Anfang. Schon am Anfang. Ja. Haben wir die falschen genommen? Geht nicht. Aha, Rückgänge kostet uns auch einen. Jetzt haben wir ganz am Anfang, oder? So war's. Also wir haben 2, 4, 6 Öffnungen. Also ein Vierer und ein Zweier. Anders geht's ja gar nicht. Ich sehe gar keine andere Möglichkeit. Also, vorher habe ich mich nicht so angestellt. Okay, geht nicht. Dann... Ja, verlassen. Dann habe ich es nicht geschafft. Okay. Kann auch passieren. So, ich mag jetzt eine Helm-Tiefenminen, nehme ich nicht mit. Anzug, Werkbank, da könnte man mal schauen, ob wir was machen können. Installation-Rucksack, Mod. Extra Kapazität haben wir aber nicht. Müssen wir erst herstellen. Aluminium-Polymer-Dichtmittel. Okay. Können wir alles nicht modifizieren, weil wir es nicht haben bzw. nicht herstellen können. Okay, puh. Auch da ist das ist so ein Bereich, da habe ich mich eigentlich überhaupt nicht damit eingehend beschäftigt, ja, mit diesem Crafting von den Produkten, die wir haben. Also es ist schon echt abgefahren, was alles noch auf uns wartet. Okay, Experte können wir nicht aufmachen. Gut. Also es ist echt ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist unser eigener Außenposten, gell? Der war das. Ja, ja, der war das. Da bin ich mir sicher. Jetzt reisen wir mal dahin noch. Ich hab da was für dich. Danke. Zwei verschiedene Richtungen natürlich. Dann hätte ich jetzt gesagt, einfach vom Bauch raus, weil es näher dran ist, mit da lang. Schaut die Vegetation schon ein bisschen anders aus. Ja, ja, ich lasse ihn in Ruhe jetzt. Entspannt euch. Reizt nicht so rum. Macht jetzt einen Lärm.
geschmolzener Gletscher, das kennen wir ja schon. Dieses schmelzende Überbleibsel eines sich zurückziehenden Gletschers zeugt von der raschen Veränderung der Landschaft. Kommt einem irgendwie bekannt vor, gell? Und da nochmal. Na Wahnsinn. Ja, ihr Lieben, ich denke, wir machen uns wieder auf dem Rückweg. Wir wollen ein bisschen was erleben. Wir haben wieder ein bisschen weiter geschnüffelt. Das machen wir auch immer wieder. Wenn wir das bei allen 1000 Planeten machen müssten, dann würden wir nie fertig werden. Also wir machen uns, glaube ich, jetzt mal zurück hier ja, auf ins Geschäftsviertel. Und beim nächsten Mal gehen wir dann wieder schöne Abenteuer an. Also ich finde, das muss immer wieder mal sein. Zwischendrin, dass man eben auch die Landschaft so ein bisschen erkundet. Jetzt haben wir jetzt eigentlich irgendwie... Nein, wir sind weiterhin bei 72%, also Analyse, wir haben leider nicht mehr kennengelernt. Naja, das ist halt einmal so. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen in dieser Folge und ich hoffe, ihr seid einfach so ganz entspannt. Das kann man wirklich abends schauen und ein bisschen nebenbei vielleicht Brotzeit machen und was essen und einfach miterleben, was da so für Abenteuer gehen. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Hört das nächste Mal wieder rein bei Starfield. Bis zum nächsten Mal. Captain, servus, Sergeant für euch. Juni hat nach dir gesucht. Er scheint wieder Arbeit für dich zu haben. Ja, ist ja recht.